Wir sind wieder im Stadion. Drei Vorläufe über 3000 Meter Hindernis. Zweimal mit durchaus hoffnungsvollen Nachwuchsläuferinnen im Trikot des Deutschen Leichtathletikverbandes. Gleich im ersten Lauf dann Jana Sussmann, die deutsche Meisterin. Und wir sahen da die Weltbestzeit der Russin Galkina, die hier nicht am Start ist. Knapp unter 9 Minuten. Sie sehen auch den Qualifikationsmodus. Aus diesen drei Vorläufen kommen die besten 4 und dann anschließend 3 weitere zeitschnellste ins 15 Läuferinnen umfassende Finale. Die Hindernisse sind aufgebaut. Der Wassergraben, er ist hier auf der Außenseite der Bahn. Da sehen wir die Übersicht über dieses Starterfeld. Und es ist sehr erfreulich, gerade in dieser Disziplin, die ja noch nicht so alt ist, 2005 erstmals WM-Disziplin, dass zwei Deutsche es geschafft haben. Sie haben ja vielleicht gelesen, die Laufmisere im Deutschen Leichtathletikverband ist natürlich aktenkundig. Aber über 3000 Meter Hindernis haben wir zwei sehr talentierte, fast gleichaltrige Läuferinnen am Start, die auch sehr selbstbewusst zeigen, was sie können, die in diesem Jahr ihre Bestzeiten um etliches unterboten haben und vielleicht auch bald wieder diejenige, die vor 2 Jahren in Berlin ins Finale kam, nämlich Antje Möldner, die noch ein bisschen unter den Nachwirkungen einer Verletzung leidet, noch nicht wieder in Hochform ist. Auch hier wieder Kenianerinnen, die zu den Favoriten zählen. In diesem Rennen mit Jana Sussmann ist es Mercy Nyoroge, 9:16:94, sehr stark auch. 5. schnellste in diesem Jahr die Tuneserin Abiba Gribi, auch eine Läuferin, die 9:20 laufen kann, etwa 1/2 Minute schneller als die Deutsche. Und deswegen wird es auch ganz, ganz schwierig, wenn nicht unmöglich, hier einen der ersten 3 Plätze zu belegen. Birtukan Fente ist die 3. im Bunde, die hier von ihren persönlichen Bestzeiten unter 9:30 landet. Also das sind die 3 schnellsten, die uns die internationale Regie bietet. Wir haben, wie gesagt, keinen Zugriff auf eine eigene Kamera, können deswegen sagen, da ist noch eine Deutsche dabei, die jetzt leider nicht gezeigt wird. Jana Sussmann, da 2. von rechts. LG Nordheide in der Nähe von Hamburg, lebt in Winzen an der Luhe und hat in diesem Jahr ihre Bestzeit um fast 1/2 Minute verbessert auf 9:43. Das ist international schon mal beachtlich. Da gibt es die ersten Schwierigkeiten an den Hindernissen, die wir von den Afrikanerinnen gewohnt sind, die das alles wieder durch läuferisches Potenzial ausgleichen. Birtukan Fente, die Äthiopierin, hat dieses Malheur jetzt schon wieder kompensiert. Frage wird sein, wie ist die Tempogestaltung? Verlassen sich die Guten auf ihre Spurtfähigkeit? Da ist die Türkin Uslu mit vorne dabei. Auch schneller als Sussmann in dieser Saison. Kommt übrigens gerade rüber. Die Türkin, die jetzt an der Spitze liegt. Von den Studentenweltmeisterschaften aus Shenzhen in der Nähe von Hongkong, wo sie einen Doppelsieg errang über die 5000 und über diese 3000 Hindernis. Können Sie sagen, die ist klasse in Form. Hoppla, Jana Sussmann. Haben Sie es gesehen? Musste da mit den Händen auf den Boden gehen. Und dabei war sie doch eigentlich so sicher im Vorgespräch, dass ihr der Wassergraben trotz ihrer geringen Körpergröße keine Probleme bereitet. Vielleicht bietet uns die internationale Regie das noch einmal an. Aber darauf, wie gesagt, haben wir hier an den Vormittagen keinen Zugriff. Vorletzte die Deutsche. Und noch einmal gestolpert. Das läuft gar nicht rund bei ihr. Sie ist ja von ihrer Zwillingsschwester als junges Mädchen immer wieder gefordert worden. Hat sie dann irgendwann mit 14, 15 Jahren übertrumpft. Und seitdem zeigt der Weg eigentlich relativ gut nach vorne. Aber da lief gar nichts bisher, auch im Taxieren der Hürden. Sie läuft ja kaum mal über einen Wassergraben im Training, macht das nur im Wettkampf. Das hat sich jetzt schon mal als nachteilig erwiesen. Ehemalige 800-1500 Meter Läuferin, die ein gutes Spurtvermögen hat. Aber da vorne wird das Tempo jetzt durch die Türkin verschärft. Mal sehen, ob es jetzt beim 2. Mal am Wassergraben besser läuft.
Weitspringen, denn da wird es dann immer flacher, kommt man besser raus, haben wir nicht sehen können. Werner Sussmann dort in 9. Position. Im 3. Rennen dann Jesa Felicitas Krause, die noch ein paar Sekunden schneller war in diesem Jahr aus Frankfurt und die noch ein bisschen jünger ist als Jana Sussmann. Sich auskennt, ist sehr, sehr glatt und damit nicht jedermanns Sache. So, Peter, jetzt geht es also zurück, denn es sind die letzten 3 Runden. Ja, und es sind 5 Läuferinnen, die sich abgesetzt haben, darunter die 3 favorisierten Läuferinnen und dann schon einiger Abstand und die Kameras zeigen uns vielleicht auch einmal, wo Jana Sussmann abgeblieben ist. Sie ist derzeit 9. läuft da in einer Dreiergruppe. Jetzt können Sie es erkennen. Rechts hinten am Bildrand wird also hier in diesem Vorlauf ausscheiden. Das ist abzubuchen und Erfahrung sammeln im Hinblick auf die kommenden Großereignisse. Das ist auch eine bewusste Marschroute der Mannschaftsführung gewesen, dass man diese junge Läuferinnen hier in eine internationale Bewährungsprobe steckt, obwohl sie ja von ihrem Alter her durchaus auch den Saisonhöhepunkt andersweitig setzen könnten. Da gibt es ja auch für unter 23-jährige Meisterschaften, die früher liegen im Juli. Und dann zeigt die Formkurve meist schon wieder im August nach unten. Die Türkin, die Tunesierin, Ribi ist jetzt vorn, die Türkin Uslu ist zurückgefallen, die Tempomacherin jetzt an Position 3. Mercy Noroge, die Kenianerin, läuft da ganz locker und geschmeidig. Jetzt da noch 2 Runden zu laufen sind auf Platz. Und jetzt gucken wir nach unten. 9. Platz für Jana Sussmann, die ein bisschen den Kontakt zu den beiden Läuferinnen vor ihr verloren hat. Und gerade erst über die Ziellinie gekommen ist. Ja, das ist jetzt ein hartes Rennen für die junge Norddeutsche. Und konzentrieren wir uns mal vorne auf die ersten 5, von denen ja 3 sicher weiterkommen. Die Türkin ist unbedingt gewillt. Diesen guten Eindruck, den sie bei den Studentenweltmeisterschaften hinterlassen hat, auch hier wieder zu zeigen. Die war ja erst vor wenigen Tagen. Ging alles glatt, das war der Wassergraben zum vorletzten Mal. Also, die Kenianerin Roge, die Tunesierin Ribi, dann noch einmal Binas Uslu. Wir werden gleich noch eine Türkin sehen, die bei den U23-Europameisterschaften gewann vor Jana Sussmann. Letzte Runde jetzt. Und die Äthiopierin hat zu kämpfen. Sie erinnern sich, die ganz zu Beginn des Rennens beinahe gestürzt wäre an der ersten Hürde. Das hat ein bisschen Kraft gekostet. Birtukan Fente hier nur an Position 5. Blick über die Kamera hinaus. Hinunter auf den Verbleib der Deutschen, die jetzt mit Mühe gerade in die letzte Runde geht. Durchgangszeit 8:33. Da vorne haben sich schon mal 3 gefunden. Die müssten jetzt eigentlich gar nicht mehr viel tun, nur noch auf Platz laufen. Die Irin Britton ist zurückgefallen. Also, Uslu, Njoroge, Ribi. Und dann mit ein bisschen Rückstand die Spanierin Martin. Der Wassergraben macht vielen Probleme. Die Türkin, die Studentenweltmeisterin, über diese Strecke gewinnt hier. Aber das will nichts mehr sagen. Die Kenianerin lief nur auf Kräfteschonung. Und jetzt warten wir auf Jana Sussmann. Gucken ein bisschen auf die Zeit. Bleibt sie unter 10 Minuten hier bei ihrem ersten großen internationalen Einsatz unter den Seniorinnen. Da kommt die Irin ins Ziel. Fionnuala Britton ist also in diesem Vorlauf sicherlich vieles nicht so gelaufen, wie sie sich erwünscht hat. Da kommt sie endlich auch mal im Bild. Jana Sussmann mit einer Zeit von 9,59, knapp unter 10 Minuten geblieben.
Halten wir fest, vor dieser Saison hätte sie sich über diese Zeit noch gefreut. Das wäre persönliche Bestleistung gewesen. Aber sie hat sich ja in dieser Saison gesteigert auf deutlich unter 10 Minuten. Wollte unter die besten 20 kommen. Da wird ihr nachher dann addiert. Das dürfte schwer werden. Vielleicht macht es ja Gesa Felicitas Krause nachher im dritten Vorlauf besser. Zeit, kurz nach Mainz zu geben, zu den Nachrichten. Ah, okay, wir verschieben es noch einmal. Bekomme ich gerade zu hören und sehen uns noch einmal den Schlussspurt des Spitzentrios hier an. Ja, die Tückin ist Landesrekord gelaufen hier, 9:24:06. Also hat die Form konserviert, trotz der vielen Rennen da in der schwülen Wärme. In der Nähe von Hongkong, da liegt Shenzhen, deswegen freut sie sich hier wohl auch, weil sie diese Zeit realisiert. Und noch einmal hier eine wunderschöne, super Zeitlupe. Mal sehen, ob das genau die Runde war, als die Deutsche zu Fall kam. Ach, schade. Und da ist auch viel Luft, das ist also nicht gerade die Hürdentechnik, die die Kurzsprinter, die Hürdensprinter an den Tag legen. Aber das macht man auch bewusst nicht, um mit den Nachziehbeinen nicht anzuecken. Das würde hier viel weher tun, als es bei den 100 Metern wäre. Ja, man muss keine langen Beine haben, um über die Hindernisse zu kommen. Die sind niedrig genug. Das sind im Grunde genommen nur Stolpersteine. Und die Technik hat ja auch damit zu tun, möglichst ohne Berührung mit den Nebenfrauen oder den anderen Läuferinnen über die Hindernisse zu kommen. So gesehen sind das andere Hürdentechniken, als man, insbesondere was das Nachziehbein anbetrifft, es kennt von den Spezialistinnen über 400 Meter Hürden oder im Extremfall sogar über 100 Meter Hürden. Man muss also oft oder ist gut beraten, das Bein unter den Körper durchzuziehen, damit man mit einer nebenanlaufenden nicht in Kontakt kommt. 9:59,53 für Familie Sussmann. Um es ganz exakt zu machen, das ist die Zeit von Jana Sussmann. Und in der Tat, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie damit nicht so zufrieden ist. Okay, sie kann natürlich sagen, das ist hier und das ist ja auch die Zielrichtung. Ein bisschen gucken, wie es läuft. Das ist hier natürlich anders. Du hängst hier im Call rum. Das ist bei den Juniorenmeisterschaften viel, viel überschaubarer.